diesem Video möchte ich über zwei unterschiedliche Arten von Hautretusche bzw. generell von Beauty-Retusche mit dir sprechen. Und zwar habe ich mir überlegt, dass man das Ganze ja theoretisch in Low-End und High-End aufteilen könnte. Dazu habe ich dir jetzt mal zwei Bilder hier geöffnet. Hier links siehst du so eine Art Low-End-Retusche. Ich komme gleich nochmal zu den Begriffen und erkläre dir ein bisschen genauer, was ich darunter verstehe. Und hier siehst du eine High-End-Retusche von mir. High-End heißt nicht unbedingt, dass das Bild super gut aussieht. Es heißt, dass bestimmte Techniken drinstecken, dass das irgendwie eine schlechte Art von Retusche ist oder dass das für mich nichts damit zu tun hat, dass das Bild eine schlechte Qualität hat. Es heißt einfach nur, dass ich hier mit den Basics in Photoshop arbeite. Ich werde hier keine Lippen transformieren, Augen spiegeln, weiß der Geier was, Haare malen. Das hat bei einer Low-End, bei einer normalen Beauty-Retusche bei mir nichts verloren. Dafür habe ich hier die High-End-Retusche, beziehungsweise ich mache halt einfach die Sachen mehr und erziele natürlich dadurch auch einen ganz anderen Bildlook. Weil wenn euch das hier zum Beispiel als eine Kosmetikwerbung vorstellt, dann würdet ihr alle sagen, nee, das kannst du nicht dafür nehmen. Und wieso kann man es nicht dafür nehmen? Ja, man kann es nicht dafür nehmen, weil hier zum Beispiel so ein heller Rand um die Lippen geht, weil hier ganz viel Mitten, Schatten, Lichter, Tiefen, alles hier so gemischt unter dem Mundes- und im Kinnbereich. Die Sommersprossen finde ich persönlich richtig klasse, die würde ich niemals wegmachen hier. Aber die Stirn ist noch ganz fleckig, ich habe überall fleckige Glanzstellen, die sind nicht durchgängig und so weiter. Die Augen sind etwas dunkel, ich habe keinen Glanz in den Augen, kaum Reflex in den Augen. Und das gleiche kann ich auch bei den Haaren fortsetzen. Also darum würde ich dieses Bild zum Beispiel jetzt nicht für eine Kosmetikkampagne verwenden. Wenn ihr euch Kosmetikbilder vorstellt, Werbebilder vorstellt, die sehen nicht so aus. Die sehen so aus und die sehen so aus, weil sie natürlich erstens speziell dafür fotografiert worden sind. Die sehen aber auch so aus, weil in so einem Bild schon mal ein Tag Arbeitszeit steckt. Oder vielleicht schon mal 4-5 Stunden nur an der Haut rumgebastelt wurde. Und eine Stunde an den Lippen und so weiter und so fort. Das ist für mich also der Unterschied zwischen einer Low-End und einer High-End-Retusche. Ich muss zuerst mal überlegen, was hat das Bild denn für eine Aufgabenstellung? Was soll es für einen Zweck erfüllen? Überfüllt es überhaupt einen Zweck? Oder soll es einfach nur nett aussehen für meinen Kunden? Arbeite ich zum Beispiel in einem ganz normalen Fotostudio und Kunde kommt herein und sagt, ich hätte gern 5 schöne Fotos von mir. 5 schöne Fotos, die werde ich möglichst natürlich retuschieren. Ich blende hier mal das Vorher-Nachher ein. Du siehst, vorher gab es hier so kleine Fältchen im Mundbereich. Es gab 1, 2, 3, 4, 5, 6, unter 10 große Störungen. Es gab hier ein bisschen Fältchen unter den Augen und es gab hier so ein bisschen Schatten unter den Augen. Und wenn du dir die Retusche dann einblendest, dann siehst du, aha, es ist hier ein bisschen aufgehellt, die Fältchen sind wegretuschiert, die Sommersprossen sind natürlich alle noch da. Da hinten der Schatten ist ein bisschen aufgehellt worden beim Auge und der Glanz in den Haaren, der ist auch ein bisschen verstärkt. Das ist alles, was hier bei dem Bild gemacht ist. Ansonsten ist es wie aus der Kamera. Diese Retusche, das kann ich alles auf ein, zwei leeren Ebenen machen. Vielleicht noch eine Dodge & Burn Retusche, um mir ein bisschen aufzuhellen. Aber 5 bis 10 Minuten mehr Zeit steckt hier in dem Bild nicht drin. Und ich finde, von der Haut her kann sich sehen lassen, weil es ist ein natürliches Bild. Das ist eine Low-End Retusche, die gut aussieht. Bei dem Bild hier, ich zeige dir mal, wie die Reparaturebene hier aussieht. Das ist die Reparaturebene und ich gehe jetzt mal so auf 50% oder vielleicht auch auf 100%. Also das hier ist die Nase und du siehst an der Nase, ich würde mal sagen, 3, 4, 5 Minuten ist hier in dem Bereich schon mal rumgepinselt. Und das allein ist jetzt nur die Reparaturebene. Auf der werden jetzt wirklich Poren geschlossen, eine neben der anderen. Alles, wo hier irgendwie auch noch so ein kleines Härchen wächst, das wird hier wirklich rausretuschiert, weil in dieser High-End-Retusche, wie es für Werbezwecke üblich ist, da brauche ich wirklich jede Pore, die muss super klar sichtbar sein, das Hautbild muss strukturiert sein und da ist das hier die erste Geschichte, die ich hier mache und wenn es noch so lange dauert und ich denke, das hier allein hat mich gut eine Stunde gekostet, mindestens. Das ist also hier der Unterschied. Hier mache ich die groben Unreinheiten weg bei einer normalen Retusche, bei einer High-End-Retusche
Da zoome ich erstmal meistens so auf 200% ran und sage, okay, jetzt sehe ich hier alle Poren und jetzt geht's hier los, jetzt wird hier repariert. Das gleiche Spiel mache ich dann mit Aufhellen und Abdunkeln. Ich blende mal meine beiden Dodge and Burn-Ebenen hier ein. Das ist also die lokale Dodge and Burn-Ebene. Auch wenn du hier ranzoomst, du siehst hier viele, viele kleine Flächen. Also auch das wäre jetzt wieder der Bereich der Nase hier. Und da geht es ans Eingemachte. Ja. Da helle ich wirklich Poren auf und dunkle kleine Fältchen ein bisschen ab, wenn ich sie noch prägnanter haben will. Oder ich helle sie auf, wenn ich sie raus haben will. Ich gehe auch in die Iris, in die Pupille rein und helle mir hier die Glanzeffekte auf. Mache das Weiß noch ein bisschen weißer. Also da geht es wirklich ins Detail. Und auf der globalen Dodge and Burn-Ebene, da bringe ich dann meine Glanzstellen, Lichter und Tiefen alles so an die richtigen Positionen. Und das alles zusammen dauert wiederum vielleicht nochmal eine Stunde, vielleicht zwei, wenn ich das hier auf den Poren, auf dem ganzen Gesicht mache. Und das führt dazu, dass ich nach Stunden von Arbeit hier ein High-End-Bild bekomme. Es ist immer ein bisschen schade, wenn du sowas im Internet veröffentlichst, weil alle werden sagen, ah, die Haut ist ja furchtbar glatt. Klar ist die furchtbar glatt, wenn ich das in der Facebook-Auflösung hier hochlade, dann sieht man hier keine Struktur mehr. Aber wenn du hier mal auf 100% ranzoomst, dann siehst du eigentlich, dass jede Pore vorhanden ist. Die Haut ist einfach nur komplett gesäubert. Klar ist das nicht natürlich und niemand läuft rum auf der Straße. Hey, aber die Werbeindustrie verlangt das leider von uns. Das Ganze zieht eventuell auch nochmal so einen riesen Rattenschwanz nach sich, was jetzt hier eigentlich noch gemacht werden sollte und was nicht und wie das ganze Bild hier unsere Wahrnehmung auch verfälscht. Man darf aber auch nicht vergessen, der Otto-Normalverbraucher, glaube ich, der lässt sich da so gar nicht in die Irre führen. Der sieht sehr wohl, ja, das hier Werbeplakat hat nichts mit der Natürlichkeit zu tun und das hier ist ein echtes Foto. Aber wir, die wir uns tagtäglich hier mit diesen Fotos beschäftigen, ich glaube, dass so unsere Wahrnehmung irgendwo hier zwischendrin immer herpendelt. Und die Grenze zu ziehen, was ist noch natürlich und was ist schon High-End-Retusche und absolut unnatürlich, wird immer verschwommener zwischen diesen beiden Bereichen. Und ich denke, wir Retuscheure oder auch Hobby-Bildbearbeiter oder Fotografen, wie wir uns auch immer nennen wollen, wir pendeln so zwischen diesen beiden Welten und manchmal ist es gar nicht mal so einfach, diese Gratwanderung hier richtig zu vollziehen. Das war es zu diesem, ja, doch etwas längeren Thema jetzt hier mit High-End-Retusche versus Low-End-Retusche, normale Standard-Retusche, ein Bild etwas verbessern, Defizite ausgleichen und ja, ein Bild zu einem Kunstbild letztendlich zu verwandeln.